Weiterbildung, die Möglichkeit, Netzwerke aufzubauen und die Vermittlung von Fachwissen. Das sind die tragenden Säulen des IFOS-Instituts. Teilnehmer, die unseren Zertifikatslehrgang Restrukturierungs- und Sanierungsberater besuchen, gewinnen Handlungssicherheit in den von Ihnen betreuten Sanierungsprojekten. Ja, ich habe verstanden, wie die Banken denken, denen ich schon öfters begegnet bin in Verhandlungen. Jetzt kann ich nachvollziehen, wie die denken und handeln. Der Lehrgang vermittelt aktuellstes Sanierungs-Know-how und befähigt unsere Teilnehmer, qualitativ hochwertige Sanierungskonzepte zu erstellen, Sanierungsprojekte effizient umzusetzen und Haftungsrisiken für alle Beteiligten zu minimieren. Also der Lehrgang war in drei Worten für mich kompetent. Es waren Menschen aus der Praxis dabei, Referenten aus der Praxis, Experten. Er war konkret, das heißt, ich konnte vieles mit in mein tägliches Tun mitnehmen. Alle unsere Dozenten sind erfahrene Fachleute aus der Praxis. Mit den Teilnehmern kommt immer ein sehr guter Erfahrungsaustausch zustande. Es gibt sehr viel Diskussion in den einzelnen Modulen. Und ich glaube, das befruchtet jede Seite, sowohl mich als Referentin als auch die Teilnehmer. Durch die Gruppengröße haben wir die Gelegenheit, dann mit den Teilnehmern im Gespräch, in der Gruppe, dann auch Fälle individuell zu besprechen. Für mich ist das IFOS-Institut eine hervorragende Plattform. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich möchte Sie natürlich ganz herzlich hier bei uns an der SAH-Hochschule in Heidelberg begrüßen. Wurde jetzt eben schon dankenswerterweise vorgestellt. Mein Name ist Henning Werner, bin Dekan hier der Fakultät für Wirtschaft und leite das an der Hochschule ansässige IFOS-Institut, das Institut für Unternehmenssanierung und Entwicklung. Unsere Teilnehmer werden Teil eines großen Netzwerks von Sanierungsexperten. Und das nicht nur für die Dauer des Lehrgangs, sondern langfristig. Und über dieses Netzwerk werden Kontakte geknüpft, um so gemeinsam Projekte zu akquirieren und zu bearbeiten. Wissen vermehrt sich nur, wenn es geteilt wird. So, was wollen wir mit diesen Sanierungsabenden? Wir wollen im Grunde ein Forum schaffen für Sie. Und dafür haben wir uns heute das Thema Herausforderungen bei der Sanierung von Familienunternehmen. Die Veranstaltung hier halte ich für ausgesprochen seriös und das, was hier im IFOS gemacht wird, halte ich für absolut spitze. Über unsere Internetseite stellen wir umfangreiche Fachinformationen für die Branche zur Verfügung. Gerade die ganzen Beispiele, die mit eingearbeitet werden in die Vorträge, die machen auch die Qualität letztendlich vom IFOS aus für mich. Weiterbildung, Netzwerkplattform, Fachinformationen. Das sind die wesentlichen Säulen des IFOS-Instituts. Damit leisten wir einen Beitrag, unsere Teilnehmer zu befähigen, Sanierungsprojekte effizienter und mit größerer Handlungssicherheit durchzuführen. Und kommt einfach so auch vor dem Hintergrund des Netzwerkgedankens mit vielen Gleichgesinnten zusammen. Auch die Diskussionsbereitschaft der Partner hier ist sehr fantastisch. Aktuelle Informationen zum Thema Sanierung, Insolvenz und Restrukturierung. Insofern ist das eigentlich, um up-to-date zu sein, für mich eine Pflichtveranstaltung. Und auch bekannte Gesichter wiederzutreffen, sich ein bisschen auszutauschen und am Ball zu bleiben. Für mich ist der Hauptnutzen, dass ich sehr viel theoretischen und auch aktuellen Input bekommen habe für das, was ich tagtäglich als Saniererin in Firmen tue. Das Fundament, auf dem ich stehe, ist einfach breiter und dicker geworden. Und das gibt Sicherheit.